meine Peitsche. Hatte seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke. Dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Aber das ist voll die geile Stadt. Eine Möglichkeit, darüber zu kommen. Ja, glaub schon. Hauptsache, du bist dabei leid. Na klar. Ja, so ziemlich leise, würde ich fast schon sagen. Es ist echt unfassbar, wie dämlich du bist. Zumindest müssen wir jetzt nicht mehr flüstern. Geil. Auf geht's. Mit Mr. Grobmotorik 2011. Flop. Ah, ich hole mal wieder ein paar Schüsse hierfür. Zwei Waffenslots sind noch offen. Bin mal gespannt, was da kommt. Hat Gibbet da noch? Töte einen Gegner mit einem Gnomparasiten auf dem Kopf. Oh, jetzt habe ich mich gespoilert. Die kommen bestimmt jetzt erst. Ja, toll, da sind die Parasiten. Treten. Ah, ich glaube, das, nee, das war im Hals geschossen. Los! Oh Mann, ich will einen mit Gnomparasit töten. Blapp! Autsch! Boah! Nein! Scharfschütze! Das ist aber arsch, hör mal. Ach ehrlich, Creep-Scharfschützen sind extrem gefährlich. Geh in Deckung. Wollte ich ja machen, hatte ich aber schon drei Schüsse drin. Planänderung. Linke Waffe, nehmen wir die hier. Das ist eine Ladung freischalten. Feuert ein funkgesteuertes Explosivgeschoss ab, durch dessen Detonation der Benutzer mehrere Ziele eliminieren kann. Trifft das Ziel mit der ferngelenkten Kugel und steuere diese dann mit WASD zu einem neuen Ziel. Ah. Okay. Versuchen wir es mal. Ladungsupgrade. So, Arsch lecken. Parasit. Schlagabtausch. So, ich bin mal eben kurz hier drunter. Ach, das geht auch. Lauf. Hui! Hoch, explosiv! Ja, kann ich nicht noch? Nein, kann ich nicht. Ich will aber. Die linke Maus ist zum Zünden. Boah! Schön geblappt. Wollt abhauen, der Wichser. Alle platt. Nein, nur noch 7 Schuss da drin. Na, jetzt habe ich hier ein paar Schüsse. Genau, die haben nur 1 Schuss dabei. Ah, er macht die Tür auf. Sehr blutig hier unten.
Obwohl, jetzt bin ich oben. Gehst du durch das Gebäude durch? Oder es vielleicht zerstören? Ein bisschen von beidem. Manchmal ist Zerstörung der einzige Weg. Wenn du meinst. Oh, großes Areal. Die gehen schon in Deckung, da muss jetzt was kommen. Geil. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Venus Menschenfresser. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Die Flora hier ist mutiert. Ein Großteil ist empfindungsfähig. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Squads gefressen. Sehr nice. Ah, da oben, das Ding kann ich wieder greifen. Greifen mit R. Achso, er rutscht. Alles klar. Na dann. Verdammte Dreck. Ah, das ist ein normaler. Ja, doch nicht. Da hinten ist noch einer. Er will fliehen in falsche Richtung, mein Lieber. Kein Scharfschütze mehr da? Nö, ne? Können wir den auch so holen? Da hat er sich nicht für mich interessiert. Ah, schade. Finde die Kapsel. Da ist sie. Ich habe das Gefühl, diese Skulls-Bastarde folgen uns. Wir sind nicht ihr Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Wir müssen zuerst dort sein und den General beschützen. Den General beschützen? Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg. Da. Wenn du nicht kooperierst, habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Hey, verdammt! Lass sie runter! Geh weg von ihr! Hör mir genau zu. Du tust, was ich sage. Beim nächsten Verrat breche ich dir das Genick. Oh, er wird böse. Die dunkle Seite der Macht. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Ihm. Was ist denn das? Boah, hier kann man nochmal geil runterrutschen. Die Straße ist blockiert. Ich sehe keine Alternative. Was ist mit dir, Trishka? Jeder Affe würde das erkennen. Tja, dann hilf uns mal, Äffchen. Da drüber? Ich fühle mich momentan nicht besonders mildtätig. Finde es in den nächsten 15 Sekunden raus und hey, du hast einen Wunsch frei. Na, das wirst du noch bereuen. Nein! Du bist echt ein Vollidiot. Ja toll, wie soll ich da drauf kommen? Geil. Alle Neune. Ah, ich brauch nix. Nein. Was denkst du, ist hier passiert? So, ich brauche doch was, sehe ich gerade. Munition für meine Lieblingswaffe momentan. Wir haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Ich höre sie. Na, ich höre gar nichts im Moment.
Skulls. Ja, sehr viele, muss ich schon sagen. Ja, nicht schlecht. 10 Meter für einen töten. Ja, so geht's nicht. Komm in die Klöten. Da nehme ich den Kopf. Oder auch nicht. Ach Mann, es ging nicht. Für einen Scheiß, jetzt rutsche ich da rein. Und einer ist noch da. Ab in die Kakteen, mein Freund. Komm, mit dem einen kommt ihr doch wohl klar, oder? Bieten wir ihn mal eine Show. Oh, oh. Mal kurz wegrutschen. Na, wo sind sie denn? Ein Brennender, da oben auch. Hey! Sauber! Das Spiel ist aber echt geil, muss ich schon sagen. Was ist das? Verdammt! Bin zu nah dran. Aus dem Rücken, das ist ein konföderierter Megalader der Dino-Klasse. Schieß auf den Rucksack! Mehr musst du nicht sagen! Super! Schieß auf den Rucksack, der ist gut. Hohohoho! Die Panzerung ist kugelsicher! Au! Lad nach, mein Freund! Nein! Zu nah dran! Schnapp! Nein, wohin schießt er denn, der Wichser? Und nochmal! Hoho! Ah, komm schon. Der hat keine Panzerung mehr an. Nein, falsche Richtung. Boah, Amboss, Amboss. Geil. Was auch immer es ist gut. Ah, linke Maustaste festhalten, damit die Kugeln abprallen. Loslassen, damit sie detonieren. Dunkelheit, ich komme. Ich hoffe, du bist bereit für mich. Oh ja. Alles klar, dann mache ich hier meinen Cut. Vierter Akt, Kapitel 2. Menschenfresser lieben die Enge. Dann bis im nächsten Part. Tschö.